ist schwer natürlich da irgendwie ein gutes Fazit zu ziehen. Fängt natürlich bitter an, direkt in der ersten Minute mit dem Gegentreffer. Ich glaube, wenn du da so früh 1-0 in Hamburg zurückliegst, wird es natürlich schwer, dann auch was mitzunehmen. Wir sind dann, glaube ich, ganz gut im Spiel drin gewesen. Das 1-1 hätte uns natürlich von der Motivation her, vom Kopf her viel geholfen. Woran machst du es fest, dass man hier in der Höhe auch so verloren hat? Ich glaube, das 1-0 ist zu schnell gefallen, dann direkt das 2-0 hinterher mit dem zweiten Torschuss. Dann glaube ich so die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren glaube ich ganz gut. Wir hatten da ein paar Möglichkeiten auch vorne was zu machen. Haben wir gut nach vorne gespielt, hat dann einfach noch der letzte Ball gefehlt. Wenn du 3-0 gegen HSV hinten liegst, dann wird es schwer, das Spiel noch zu drehen. Und dann klappt bei denen auch noch mehr, als überhaupt schon geht. Ja, und dann hatten wir keine Kräfte mehr, weil wir viel investiert haben wieder. Und ja, dann merkst du halt einfach, die können mit Frische nachlegen. Und da wird dann einer ausgewechselt und kommt ein Dompe rein, da kommt ein Reis rein. Und ja, die haben halt auch Qualität, da wird keine Qualität verloren. Das vierte und dann macht Dompe noch ein wunderschönes Tor. Die Außen, die haben uns das Leben echt schwer gemacht. Ich glaube, die Tore sind auch gefühlt nur über Außen gefallen und da müssen wir gucken, dass wir das da natürlich auch besser machen. Wir wissen natürlich, dass es dann auch schwer wird, in Hamburg zu bestehen, aber wir hatten, glaube ich, auch die Chancen, gute Möglichkeiten, wenn wir dann besser im Spiel sind. Und wie gesagt, ist halt schade jetzt, aber wir müssen ja dran arbeiten. Nächste Woche gegen Preußen Münster heißt dann auch wieder alles reinwerfen und die Punkte in Regensburg zu werden. Ja, absolut. Das sind genau die Spiele, wo wir dann da sein müssen. Vor allem dann auch zu Hause, da wollen wir auf jeden Fall gewinnen und dann werden wir alles geben.